Willkommen und guten Abend bei Technoskop. Soeben war der UPS-Mann da und der UPS-Mann scheint sich ja in irgendeiner Art und Weise so langsam zum neuzeitlichen Weihnachtsmann zu entwickeln. Und er hat ein neues Gadget mitgebracht. Wie jeder hier so aufgrund der Verpackung erkennt, kann ja nur eine Sache drin sein. Es ist kein Nano, sondern es ist der neue iPod Shuffle. Den wollte ich euch jetzt mal hier zeigen, auspacken. Ein bisschen reingucken. Ich werde ihn nicht ganz plündern, all dieweil der für einen Kunden ist. Schauen wir uns mal kurz die Verpackung an. Die ist natürlich sehr ähnlich zum Nano, macht sich also im Regal und in der Uhrensammlungsvitrine ziemlich gut. Ja, dann schauen wir doch mal rein, was sich so in dem kleinen Gadget-Fensterchen versteckt. Aufgemacht und dort ist das Prachtstück. Ja, bevor ich es jetzt ganz auspacke, hier sieht man also den Umschalter zwischen dem Shuffle und dem Repeat-Modus, den On- und Off-Button und auf der anderen Seite, worauf ich besonders gespannt war, weil ich mich gefragt habe, wie passt das Ganze in einen Dock rein? Gibt es den Kopfhöreranschluss, der auch gleichzeitig der Anschluss für die Dockingstation ist? Ja, holen wir den kleinen Freund doch mal raus. Der ist hier also ganz schick befestigt. Sieht also ziemlich edel aus. Vielleicht so von den Dimensionen mal im Vergleich zum Nano. Also das hatte ich schon vermutet, dass die fast annähernd gleich sind von den Durchmessern. Es kann sein, dass dort das gleiche Aluminium-Pressverfahren genutzt wird. Ja, also man merkt doch die Verwandtschaft. Ja, schauen wir mal, was wir denn sonst noch so im Paket haben. Kleine Anleitung, weil das sind ja gerade üppige Button. Da muss man jetzt mal genau nachschlagen, wie das Ding denn zu bedienen ist. Dann haben wir die Kopfhörer. Die mag ich jetzt mal nicht so auspacken. Wie gesagt, er soll nochmal verschenkt werden. Aber was ihr bestimmt schon gelesen habt, das sind die Kopfhörer der alten Generation. Beim iPod Nano gab es die neuen. Man sieht das hier an der Form, dass die wohl nicht aktualisiert wurden. Allem Anschein nach hat Apple einfach die Restbestände dann beim Shuffle mit reingepackt. Wahrscheinlich, sobald die dann verbraucht sind, gibt es auch die neuen Kopfhörer. Ja, das, was neu ist und was es halt bei vielen anderen nur noch als Zubehör gibt, ist dann das Dock, ein USB-Dock, also Ladefunktion und auch das Beschicken mit Daten passiert hier über den Stecker, der allem Anschein nach vier Pole hat. Ja, was gibt es sonst noch im Paket? Es gibt hier diese formschönen Kopfhörerpolster und es gab auch nochmal Aufkleber. Wo waren sie? Genau, hier sind sie. Früher gab es größere Aufkleber, jetzt gibt es kleinere, passend zur Verpackung. Ja, leider kann man den jetzt nicht sofort in Betrieb nehmen, sondern man muss ihn erstmal aufladen. Ich nehme den jetzt noch mal kurz hier raus, um ihn dann euch zu zeigen. So. Und sehr schön sieht man hier den Clip-Mechanismus. Also damit kann man dann allen SM-Freunden viel Spaß bereiten, weil der bestimmt an einigen Kleidungs- und Körperstellen ganz gut hält. Ja. Schauen wir doch noch mal, wie er sich so im Dock macht. Ja, das passt also sehr formschön zusammen. Wie man also sieht, geht die Klammer genau hier auf diese Lasche drauf. Das ist also wirklich eine Zierde für jeden Schreibtisch. Und mal gucken, wie fest, der so hält. Ja, damit kann man joggen gehen.
Klarer Fall. Ja, Joggen ist natürlich ein gutes Thema, weil nämlich so Dinge wie hier das Nike Plus iPod Kit, das funktioniert leider nur am Nano. Also kann man wohl joggen, aber auch nur Musik hören und nicht seine Laufdaten mit erfassen. Aber ich muss sagen, so im Vergleich zum ersten Shuffle der ersten Generation eine deutliche Verbesserung. Wirklich sieht sehr formschön aus. Und ja, wenn man sich das mal anschaut, das sind wirklich der große und der kleine Bruder. Totschick. Und ich glaube, der Kunde, der das von uns jetzt zum Geburtstag geschenkt bekommt, wird damit seine helle Freude haben. In diesem Sinne nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja, viel Spaß bei Technoskop und auf bald. Ciao.